Jeder Tisch auf wird Ihnen serviert mit Clean Solution Ökostrom für ein gesünderes Kochen von SH Power. Mit ausgezeichneter Schaffhauser Weinkompetenz von der GVS Weinkellerei. Und mit hervorragendem Bier von der Brauerei Falken und dem Motto «Viel Zeit für ein gutes Bier». Schaffhauser Fernsehen wird 20 und darum wollen wir natürlich heute auch eine feine Geburtstagstorte machen für das ganze Schaffhauser Fernsehen und ihr habt in der Kamera noch nichts verraten. Dani, was gibt es für einen Kuchen? Ein Klassiker, einen Schokokuchen. Super, perfekt. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich, dass wir nachher können, samt dem Schokokuchen über ins Studio gehen, das ganze Schaffhauser Fernsehen überraschen. Etwas ganz Einfaches, ein Rezept, das ich schon lange habe, vor allem aus Amerika. Wir haben hier Butter, Kuvertüre Schoki. Auch hier, da kann man, also wirklich, kann man auch Milchschoki nehmen, ist dann ein bisschen feiner. Man kann Kuvertüre mit mehr Kakaobutteranteil. Das ist für mich eigentlich dann sehr, sehr kalbvoll. Fast schon leicht, ein bisschen herb, habe ich sehr gerne Geschmack, den intensiven Schoki-Geschmack. Wir haben hier wirklich eine einfache Kuvertüre genommen. Zucker gehört dazu, Mehl, Ei, Eigelb, ein bisschen Vanillegeschmack, that's it. Also eigentlich relativ simpel. Von der Schoki her kann man wirklich einfach schauen, was habe ich noch die Haie im Schrank und das dann nehmen mit dem Kochen. Da kann man. Für das ist wirklich so ein Rezept, das man für jede Schoki brauchen kann. Es verzeiht eigentlich jede Schoki. Es ist wirklich, es kommt wirklich auf den Geschmack drauf an. Wenn du Schoki nimmst mit mehr Kakaobutter, dann wird sie natürlich ein bisschen schwerer, mit mehr Kakaofett besser gesagt. Das ist Kakaobutter. Und dann wird sie halt ein bisschen schwerer und meistens ein bisschen bitterer, ein bisschen kaltvoller. Also wir machen heute einen Schokokuchen, wo man einfach kann all das Schoki, wo man schon lange eigentlich nicht mehr will, so essen, einfach mal einen Schokokuchen verpacken und ab in den Ofen. Ich probiere natürlich mal, wie die schmeckt. Ah, ich schon gedacht. Schoki, das ist eine relativ einfache Schoki mit nicht allzu hohem Kakaobutter, kalt, ganz leicht. Gleiche Anteil, darum habe ich das Rezept genommen. Ich kann sich gut merken, das Rezept. Mhm. Gleichen Anteil Butter, gleichen Anteil Schoki. 200 Gramm jeweils. Und dann unter dem Wasserbad, wenn wir hier aufpassen, das Wasser nie kochen. Das ist nicht nötig. Und der Boden, auch hier unten, der darf nie ins Wasser rein. Sonst kann es sein, dass der Schoki verbrennt. Also nur ganz bisschen Wasser unten rein und dann nachher das Ganze schmelzen. Kannst du ein bisschen rühren. Könnte man das ganz theoretisch auch in der Mikrowelle machen? Kann man die Schoki mit dem Butter schmelzen? Kann man in der Mikrowelle machen, ist sogar fast noch einfacher. Beides miteinander Mikro. Einfach aufpassen, nicht auf 100%. Bitte auf 20-30%. Auch dort in der Mikrowelle kann die Schoki verbrennen. Muss man wirklich aufpassen. Bei dem Schokokuchen geben wir noch ein bisschen Eiweiß drin. Muss man nicht machen, bei dem jetzt schon. Wirkt ein bisschen leicht, ja, luftiger. Muss aber aufpassen, kann auch sehr schnell austrocknen mit dem Eiweiß. Wir geben 5 Eiweiß dazu. Und 150 Gramm Zucker. Eiweiß schon dazu mit dem Zucker, das heisst, das tun wir gar nicht schumm schlagen. Das machen wir das trotzdem. Down, 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 down. Jetzt hast du das Eiweiß schon zusammen mit dem Zucker steif geschlagen und es ist trotzdem steif geworden. Ja, wir arbeiten ja mit den Tonkabohnen zusammen und dementsprechend bringen wir alles steif. Wir wollen ja einen kaltvollen Schokokuchen, nicht zu luftig und darum machen wir den Zucker und Eiweiß von Anfang an dazu. Es kann viel mehr sein, dass der Schokokuchen sich so quasi wie sprengt, dass er überall so Riss drin hat. Genau. Also das Eiweiß ist bereit zusammen mit dem Zucker. Die Schoki die ist auch schon wunderbar geschmolzen. Und jetzt nehme ich an, kommt irgendwann mal noch das Eigelb dazu. Das Eigelb schlagen wir auch schnell noch. Auch hier, aber nicht zu fest schlagen. Und
So, tun wir schon die Seite. Dann haben wir jetzt gerade die Lichtschüssel rein. Du siehst, ich habe dementsprechend erst das Eiweiß geschlagen, weil da darf kein Fettstoff rein. Mhm. Und jetzt im Nachhinein tun wir noch schnell die Eigelb schlagen. Und auch da darf man mit ein bisschen Zucker arbeiten. Wir haben jetzt hier noch einen Esslöffel Zucker rein. Als nächstes sind wir das Eigelb in der Schoki. Rühren, rühren, rühren. Und gut wäre auch, wenn hier das Eigelb nicht zu kalt ist. Das Einzige, was passieren könnte, dass der Schoki dickflüssig wird. Und dann haben wir natürlich ein bisschen mehr Mühe, das Mehl noch drunter zu mischen. Gut, jetzt kannst du mal als nächstes. Jetzt tun wir ein bisschen von dem. Und das Eiweiß dazu. Das darfst du jetzt auch mal noch mit dem. Wie fest darf ich jetzt hier schlagen? Jetzt darfst du fest. Einfach rühren, nicht schlagen. Darum machen wir das in 2 bis 3 Schritte. Also nicht alles aufs Mal rein, sondern ganz langsam. Jetzt tun wir mal wirklich, dass wir das Eiweiß nicht gerade schockartig, sondern schön, gemütlich ein Drittel dazugeben. Du musst es verrühren. Gut verrühren, aber nicht schlagen. Du machst es richtig. Auch da gibt es verschiedene Tricks. Darf ich mal ganz kurz. Vielmal machen wir noch einen Trick mit der Schüssel so drüllen. Okay, also. Und jetzt als nächstes. Und jetzt tun wir die Schoki zum Eiweiß dazu. Und dann gehen wir mit einem Gummispachtel, mit dem Gummi. Hat in dem Fall jedes Gerät bei euch in der Küche eigentlich einen anderen Namen? Nein, nein. Beherkömmlich, oder ist das jetzt nur beim Gummischabber? Der Gummispachtel, der Gummischabber. Und jetzt, schau mal, jetzt kannst du jedes Mal ein bisschen mit der Hand so drüllen. Und das hilft noch ein bisschen, die ganze Masse schön fein und zärtlich sich zu vermischen. Probier dann mal die Schüssel zu drüllen und gleichzeitig zu rühren. Bei mir geht das noch nicht so schnell, aber ja. Und jetzt auch, ich will nicht sparen, da können wir jetzt schon anfangen, das Mehl. Immer 7, falls es noch einen Knollen drin hat. Und so ist es auch ein bisschen feiner. Es lässt sich auch einfacher untermischen, wenn man noch ganz kurz das durch so ein Sieb lag. Siehst du die kleinen? Siehst du die kleinen Sachen? Die ganz kleinen Knollen, die es noch hat, die sollten eben nicht rein. Also ich. Nochmal melieren und jetzt hier auch schaust, dass das Mehl sich gleichmäßig in die Masse meliert. Das Mehl sich kann quasi auflösen gleichmäßig. Also ich gebe mir Mühe, um das hier schön miteinander zu vermengen. Ich muss ja immer da die Schüssel noch gleichzeitig drüllen. Sehr fein. Also von mir aus müssen wir dann nicht mehr backen. Springform. Willst du ihn so servieren, diese Jungs? Springform. Super. Du siehst, wir haben die vorher schon gebraucht. Das ist doch gar kein Thema. Ich habe sie schnell gelöst. Wir haben schon den Kuchen vorbereiten. Ich habe es einfach schnell gelöst, nochmal schnell einbuttert auf der Seite, gemählt und vor allem da unten backt er im Papier. Das ist relativ wichtig. Bei so einem Kuchen würde ich backt er im Papier, damit sich dann einfach löst. Das heisst, den Rand zuerst einbuttern, dann ein mit Mehl bestäuben und auf den Boden ein Backpapier. So, ich darf dich jetzt. Nein, das ist wieder ein bisschen Mehlreste gehabt. Das ist gut. Und jetzt auch hier von der Mitte aus. Wie voll kann man so eine Backform machen? Kommt immer darauf an, wenn du so Eiweiß drin hast, geht es noch leicht auf. Aber die Art, wie wir jetzt die Eiweiß aufgeschlagen haben, geht er nicht ganz auf. Und umso mehr Butter, umso weniger geht auch der Kuchen auf. Wir haben da sehr viel Butter drin, wir haben 200 Gramm Butter drin. Du kannst hier jetzt kannst du 3/4 kannst du auf die Springform eigentlich füllen. Wenn man eine kleinere Springform die hat, dann geht das Rezept auch noch wunderbar. Jetzt kommt der Kuchen in den Ofen bei 180 Grad, ungefähr 20 Minuten. So, der Schokokuchen ist fertig. 20 Minuten hat er den Ofen gebraucht und dann haben wir noch ein bisschen Stahl in der Springform. Und dann nachher den Rand gelöst, ein bisschen mit einem Messer. Und voilà, da hätten wir ihn. Wichtig, bevor wir ihn jetzt dann dekorieren, weil Schaffhauser Fernsehen wird ja 20, schließlich, wenn wir da draußen richtig schöne Geburtstagssorte basteln, muss der Kuchen wirklich ganz kalt sein. Unter dem Motto, lieber miteinander wie gegeneinander, haben wir heute jemanden eingeladen. Der Raffi Kühn, Chef-Pâtissier vom Hermatinger Confiserie, wo sehr viel mit Schoki arbeitet und mit Küchen. Und er kann das bestimmt besser zeigen, erklären mit seinem Know-how wie ich, wie man so einen Schoki-Kuchen dort ausgarnieren. Genau. Hallo Raffi.
Hallo, Raffi. Schön, bist du bei uns. So. Du weißt ja, das Fernsehen wird 20. Jawohl. Und wir wollen ja die alle denen dann im Studio überraschen. Und jetzt momentan sieht der Schokikocher noch ein bisschen unspektakulär aus. Und darum freuen wir uns mega, dass du da bist und uns hoffentlich einen super Geburtstagssatz zauberst. Machen wir doch. Wie starten wir? Also, wir haben uns, oder ich habe mir überlegt, dass wir eine Glasur machen. Weil ihr seht jetzt, der Kuchen ist aus dem Ofen gekommen. Wir haben dann immer so ein bisschen verschiedene Temperaturen. Der eine Ofen ist rechts ein bisschen heißer, links ein bisschen wärmer. Am Schluss haben wir verschiedene Farben. Das ist immer schwierig, um das dann schön zu präsentieren. Darum machen wir jetzt eine Schokoglasur. Als allererstes, bevor wir die Glasur machen, tun wir als Vorbereitung den Kuchen wie mit einer Aprikosengrumpfe ganz dünn einstreichen. Was wir dann haben, ist wie ein Oberflächenschutz. Das heisst, die Glasur tut uns nicht nachher irgendwie ins Biscuit einziehen, oder, weil das ist ja dann ein bisschen wie ein Schwamm, oder? Und wenn man die Glasur, wenn die warm ist, drüber leert, dann kann es sein, dass die sich einsaugt und am Schluss wäre der Glanz nicht mehr so optimal. Das heisst, wir tun jetzt die Aprikosengrumpfe rein. Einmal ganz dünn einstreichen. Wirklich wichtig, dass es eine dünne Schicht ist. Also nur dünn, ja? Genau. Überall, was glänzt, ist schon gut. So. Der Rand auch, außen durch, oder? Ja. Als nächstes nehmen wir mal unseren Rahmen. Nehmen wir auch den Vollrahmen natürlich genommen. Ja, Vollrahmen. Gibt einfach, wenn wir eine Glasur wollen, die glänzt, dann brauchen wir wieder einen hohen Fettanteil. Das heisst, wenn wir mehr Fett drin haben, haben wir mehr Glanz in der Glasur. Also nehmen wir mal einen Vollrahmen. Das ist natürlich auch vom Geschmack her viel besser. Wenn wir halt wieder den Geschmacksträger drin haben, wo es fett ist. Also Vollrahmen auch aufkochen? Ja, Vollrahmen aufkochen, dann haben wir Kondensmilch, da tun wir auch drin. Das habe ich früher immer so aus der Tube gegessen. Das ist nämlich wirklich ja, mit mega Zwieback fein. Und ja, das ist so Großmutters Art. Sensationell. Dann, was wir noch zusätzlich als Zutat drin haben, als Flüssigkeit, damit wir ein bisschen dünnere Struktur bekommen, oder Konsistenz, besser gesagt, von dieser Glasur. Wir haben noch Sirup. Den würden wir gerade auch mal drin tun. Was ist denn für einen Sirup? Sirup ist eigentlich ein ganz einfaches Rezept. Wir haben 1 zu 1 Wasser, Zucker. Einmal aufkochen und dann kann man schon dann man das immer benutzen. Genau. Also den Zuckersirup, Rahm und Kondensmilch richtig gut aufkochen und nachher als nächstes den Schoki rein. So, tun wir hier Schoki zur Sicherheit in die Schüssel rein. Einfach also wegen dem Anbrennen so wieder. Das hat Anni vorher schon erklärt. Ich kann mir so die Hälfte rein tun. Mal ein bisschen vermischen. Genau. Einfach vorsichtig rühren. Wir merken, die Gurtür löst sich langsam auf. Eben der Kakaobutter schmilzt sehr schnell. Dann gibt es eine ganz schöne flüssige. Wichtig auch noch, wenn ihr das mischt, schaut, dass ihr keine Luft einarbeitet oder keine Luftlöcher drin habt. Ihr seht jetzt, die Fülle oder die Glasur ist relativ dickflüssig. Das wollen wir aber auch. Wir tun sie dann gut abklopfen nachher. Jetzt machen wir uns schnell ein Wasserbad, tun sie noch mal ein bisschen wärmen. Nie direkt aufs Feuer drauf. So, also jetzt versuchen wir den mal einzuhüllen in Schoki. Du hast gesagt, von der Seite her soll ich ihn einfach drüber leeren. Das ist schon ein Anfang, das muss man sehen. Das ist einfach, wenn man will, dass der Rand garantiert deckt ist, dann fängt man so an, leert ein bisschen über den Rand drüber und läuft auf der Seite nachher ab. Dann auf der Seite läuft die Glasur schön ab. Und nachher machen wir den Rest so in der Mitte drauf. Jetzt je nachdem natürlich, je nach Dicke, wie man das möchte. Tipptopp, das sieht sehr fein aus. Was man machen ist jetzt mit so einer Winkelpalette einfach noch einmal drüber fahren. Dann haben wir hier ein bisschen eine gerade Oberfläche. Wow, ein perfekter Schokokuchen.
Und jetzt nehme ich an, müssen wir den irgendwie noch kalten lassen, dass wir nachher drauf gehen können mit unserer Garnitur. Genau, jetzt lassen wir den ein bisschen fest werden und dann machen wir die Garnitur parat. So, der Kuchen, der ist fertig glasiert und jetzt machen wir natürlich noch spannende Garnitur. Es gibt ein paar Früchte drauf, aber glaube auch noch etwas mit Schokoraffi, oder? Genau. Wir machen, dass wir eine schöne Farbgebung haben, machen wir ein bisschen etwas mit weißer Schoki. Weiße Schoki ist natürlich viel süßer als die dunkel, darum nehmen wir es bei der Garnitur und nicht bei der Glasur. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man die nicht zu heiß schmelzen tut, oder? Genau, wir haben hier in der weißen Schoki einen recht hohen Anteil Milchpulver drin. Kakaobutter ist ein hoher Anteil. Und weiße Schoki ist, wenn man so böse will, eigentlich gar kein Schoki, weil es gar kein Kakao drin hat, sondern nur Kakaobutter, Zucker und Milchpulver. Also falsche Schoki sozusagen. Genau. Die schmelzen wir auch wieder über dem Wasserbad. Über dem Wasserbad. Jetzt müssen wir darauf achten, dass wir die nicht zu warm machen. Könnten wir beides in der Mikrowelle machen oder eben nicht? Doch, Mikrowelle ist immer gut, aber natürlich immer mit Gefühl. Mikrowelle ist halt sehr ein aggressives Gerät, wenn man da volle Pulle einstellt und dann hat man in der Kürze hat man dann verbrannten Schokigeschmack in der Küche und da bringt man dann erst so in 2-3 Tagen Lüften wieder durch. Soll ich dir dann mal übernehmen? Ja, wichtig. Wärme, bis ungefähr die Hälfte von dieser Schoki geschmolzen ist und dann den Rest einfach langsam unterrühren. Die Restwärme von der Schüssel langt, um da abzuschmelzen auf die etwa 30 Grad Verarbeitungstemperatur und dann haben wir nachher hier eine perfekte Garnitur. Nachdem dass die weiße Schoki so richtig flüssig ist, kann man sie dann ins Garni abfüllen und los geht's mit Dekorieren. Und dann ein bisschen vorne aufschneiden und los kann's gehen. Genau. Papier ein bisschen heben oben und dann einfach mit dem Löffel mit leicht Druck so durchfahren. So, so ein bisschen verziehend. Mhm. Die weiße Schoki für ungefähr eine Viertelstunde in den Kühlschrank und dann nachher geht's los. Also jetzt haben wir die weiße Schoki zum Kühlen gestellt. Mhm. Was können wir jetzt in dieser Zeit machen? In dieser Zeit bringen wir noch ein bisschen Farbe, ein bisschen Früchte auf den Kuchen. Dass wir nicht nur Schoki-Schoki haben, sondern auch ein bisschen Früchte. Wir haben hier Erdbeere, Himbeere. Jetzt, dass wir ein bisschen einen Kontrast schaffen, können wir mal. Kannst du einfach die Himbeere schnell stauben. Okay, also. Genau. Nicht auf dem Kuchen, sondern schon vorher. Genau, vorher. Weil, wenn wir es auf dem Kuchen machen, dann haben wir überall Puderzucker und dann nachher machen wir diese schöne glänzende Glasur. Verstecken wir dann wieder. Perfekt. Dann haben wir hier einen Schlagrahm. Mhm. Nehmen wir hier einen Löffel mit heißem Wasser und dann hier wie so kleine Nocken abstechen. Dann können wir dann die hier so. Wow, arrangieren. Das sieht ja super schön aus. Als nächstes nehmen wir mal unsere Erdbeere. Kannst du dir gerade ein bisschen. Wichtig ist immer beim Dekorieren nicht wollen, perfekt alles symmetrisch machen. Es sieht lebendiger aus und echter, wenn es einfach mit Liebe drauf gemacht ist, mit ein bisschen Herzblut. Da kommt besser rüber, als wenn man da versucht, irgendwie geometrisch etwas zu darstellen. Da kommt mir auch entgegen, denn nach der. Genau. Kann es nicht so abverhauen. Okay. So. Himbeere. Das haben wir noch. Auch noch auf die Nocken? Ja, genau. So. Ja, dass wir die Schoki-Glasur nicht die ganze Show stellen, tun wir es auf die Nocken. Oh oh, ich hoffe nur, die fallen nicht runter. Ein bisschen andrücken, dann heben sie. Das sieht schon richtig schön aus und jetzt noch ein bisschen grün für die Farbe. Noch ein bisschen gekackte Pistazien. Mhm. Jetzt nehmen wir einfach Pistazien, schälen sie und dann nachher ganz fein. Auch wieder so in der Nähe von der Nocken. So drum. Okay. Ich
15 Minuten haben wir jetzt die weiße Schoki im Kühlschrank gehabt und jetzt ist sie parat zum oben abnehmen vom Backpapier, oder? Siehst du, dass wir das so perfekt temperiert haben, es glänzt, es ist fest geworden. Darum die Taktik mit halben Schmelzen, halben Auflösen funktioniert eigentlich immer. Super. Also fein ablösen. Kann man natürlich auch mit allen anderen Kuvertüren machen. Da kannst du jetzt auch dunkle Schoki nehmen oder marmorieren, wenn es passt zum Kuchen, je nachdem. Jetzt ist es Zeit, um die am Schaffhauser Fernsehen richtig zu überraschen. Wir crashen nämlich einfach eine Sendung. Los! Psst! Sind wir bereit? Jetzt gehen wir nämlich das Schaffhauser Fernsehen überraschen. Sie werden 20. Los! Dani, du voraus! Entschuldigung, wir müssen hier das Gespräch unterbrechen. Schaffhauser Fernsehen wird 20 und wir haben einen super feinen Schokokuchen gebacken für alle und wir wollen jetzt richtig feiern. Okay, wenn es Kuchen gibt, immer gut. Ich würde sagen, die ganze Redaktion überkommen. Es gibt Schokokuchen. Happy Birthday, Schaffhauser Fernsehen. Es wird 20. Ja. Dann können wir das Herz mal anzünden. Zu einem feinen Kuchen gehört natürlich auch ein feines Tröpfchen Wein. Dani, was hast du uns heute mitgebracht? Wir haben einen sogenannten Portos. Ist genau gleich, wird gleich produziert wie ein Portwein. Ja. Außer der ist von der GVS, er ist nicht von Portugal. Und leicht süßlich, hat etwa 15 Volumenprozent, passt perfekt zu Schoki. Also eins, zwei, drei. So, jetzt da wunderbar, jetzt nichts tun. So, der 12. Kuchen ist fertig. Also zuerst ist ein Gast, selbstverständlich. Das ist eigentlich fast scharf. So, jetzt gibt es auch noch für dich einen. Auf 20 Jahre. 20 Jahre. Happy Birthday. Happy Birthday. Riedner Tischt auf ist Ihnen präsentiert worden mit Clean Solution Ökostrom für ein gesünderes Kochen von SH Power. Mit ausgezeichneter Schaffhauser Weinkompetenz von der GVS Weinkellerei. Und mit hervorragendem Bier von der Brauerei Falken und dem Motto «Viel Zeit für ein gutes Bier».